Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Der Hecht und Barsch Adventskalender, Türchen Nummer 22 machen wir heute auf. Gestern hatten wir ja in der 21 die hässlichsten Jigköpfe, die je erfunden wurden. Die sind aber trotzdem sehr toll. Das sind so eine sogenannten Stand-up-Jigköpfe. Ich zeige euch das nochmal kurz. Ich hatte es auch in die Videobeschreibung geschrieben. Aber haben wahrscheinlich kein Mensch liest die. Das ist genauso wie mit Bedienungsanleitung von irgendwelchen Fernsehern. Genauso der steht dann eben so auf und lässt den Köder natürlich schön über dem Grund aussehen, als ob er irgendwie was frisst oder keine Ahnung was. Genau, trotzdem sind die furchtbar hässlich. So, jetzt nehmen wir mal die 22. Den machen wir hier mal wieder weg. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht. Wie findet ihr diese Jigköpfe? So, da haben 17% geantwortet geil, 42% grausam, 10% geht so und 28% hatten Hunger. Genau. So, Nummer 22, die Sonnenbrille vom Weihnachtsmann hier. Okay. Also ich würde mal sagen, ich weiß schon, was da drin ist, aber kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren. Und da haben wir ein Gummifisch. Wer hätte es gedacht? Ein Finessfilet, ein einzelnes Finessfilet. Ja, okay. Ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber ich will auch nicht sagen, dass ich was anderes erwartet hätte, aber das habe ich nicht erwartet. Dass da jetzt ein einzelner Gummifisch drin ist. Ja, okay, gut. Ja, weiß ich gar nicht. Was könnte ich jetzt noch sagen, um irgendwie auf 2 Minuten mehr im Video zu kommen? Weiß ich nicht. Der UV-Test? Nee, der ist einfach nur schwarz. Es ist kein Kärtchen mit bei, also gehe ich mal davon aus, dass es keine Sonderfarbe ist, keine limitiert, streng limitierte, kaum erhältliche, nur im Kalender und in der Catch Casino Box erhältliche Sonderfarbe. Es ist wahrscheinlich eine normale schwarze Durchschnittsfarbe. Ja, okay. Ja, egal. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Macht's gut, bis morgen. Euer Lemmy.